Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der parapsychologischen Geräte hier in unserer Playlist, wo wir euch gerne vorstellen möchten, welche Geräte wir verwenden und wozu sie dienen. Heute befassen wir uns mit etwas, was sehr, sehr wichtig ist, was ihr allerdings von der Position nie seht und hier mal zu sehen bekommt, gegen das Thema Belichtung. Und dieses besondere Gadget, was wir hier haben, das sogenannte Fasmalight von Fasma oder Fasmata, Geist und Leid von Licht, ist genau das, was es ja sagt. Es macht Licht, hat allerdings besondere Eigenschaften. Denn, das zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich näher komme, wir haben hier sehr viele sehr, sehr praktische Steuerungsmöglichkeiten, eine Variation der Lichtverhältnisse und mögliche Experimente erlauben. Dazu komme ich mal näher. So, erstmal von vorne. Hier ist das Lichtpanel. Hier können wir das Licht erzeugen. An den Seiten sind Magneten, falls wir es irgendwo festbinden wollen. Unten den Fuß kann man aufschrauben auf eine Kamera. Und hinten kommt das Spannende, die Technik. Hier ist ein Display, da haben wir dann eine Anzeige, wenn wir es anmachen, was alles drin ist. An- und Ausschalter, Ladevorrichtung. Und ihr seht jetzt das, worum es eigentlich geht. Das hier ist ein Dimmer. Mit dem können wir die Lichtstärke so regeln, wie wir es brauchen. Zwischen hell und dunkel. Und hier unten können wir jede Lichtwellenfarbe einstellen, die wir brauchen. Von weiß über die anderen, beziehungsweise aus. Und wir können separat UV und IR zuschalten. Was hat das nur für einen praktischen Nutzen? Macht das einfach alle Sachen hell? Ja und nein. Wir haben zwei grundsätzliche Nutzen. Einer möglichen Nutzen ist natürlich, dass man mit Farben spielen kann. Wir können grünes Licht machen, rotes Licht, blaues Licht. Und das hat natürlich den wissenschaftlichen Aspekt, ausgehend von der Energiethese, die wir euch in den Theorievideos erläutern werden. Jetzt sind sie noch nicht online, es sei denn, das Video seht ihr euch deutlich später an. Da werden wir euch dann auch ganz grob, sage ich jetzt nochmal, erklären, dass eine der Thesen ist, dass Energie an Orten verhaftet bleibt und die unter gewissen Voraussetzungen frei werden können. Und verschiedene Farben können halt verschiedene Emotionen auslösen und auch verschiedene Wellenlängen, damit verschiedene Energie emittieren. Das bedeutet also, eventuell können wir feststellen, ob Farben Auswirkungen auf die Häufigkeit, Stärke, Intensität und Art von Phänomenen hat. Das ist allerdings nicht der Hauptgrund. Die wichtigste Sache ist die, dadurch, dass wir weiß oder alle Farben IR und UV manuell steuern können, haben wir die Möglichkeit, auch in absoluter Dunkelheit für die Aufnahme selbst nicht zu schaffen. Beispiel, ich packe es auf die IR-Kamera drauf und schalte das Ding auf IR, dann ist für alle Betrachter, weil wir Menschen IR und UV nicht sehen können, der Raum dunkel, aber für die Kamera ist der Raum erhellt. Großer Vorteil ist, wir haben damit halt eine geringe Verunreinigung des Lichts, weil es halt theoretisch zumindest Phänomene gibt, wo Dunkelheit begünstigt. Und das gibt uns die Möglichkeit, das zu nutzen und auch in vollkommen dunklen Räumen zu operieren. Auch bei der Fullspektrumkamera haben wir den Vorteil, die hat der IR- und UV-Sensor, beziehungsweise die haben alle Kameras, aber da ist der Filter raus, ganz einfach. Das heißt, wir können einen Raum komplett mit diesen zwei für uns nichtbaren Sachen illuminieren und gleichzeitig aufnehmen und somit alles sehen, auch das, was unser Auge nicht sieht und das in absoluter Finsternis. Und das möchte ich euch gerne jetzt vorstellen. Ich habe hier drei Kameras aufgestellt. Die positioniere ich jetzt noch, dass ungefähr dasselbe Bild rauskommt. Das wird nicht ganz möglich sein. Bitte nicht wundern, wenn die nicht ganz adäquat sind. Einfach weil sie in verschiedenen Winkeln stehen und verschiedene Fokusse haben und Winkel haben, mit denen ich nicht 100% das gleich machen kann. Aber in allem werdet ihr mich sehen. Dann werde ich verschiedene Modi testen. Dunkel, hell, grün, blau, IR, was auch immer. Und damit ihr mal seht, wie das auf den verschiedenen Kameras aussieht. Und das mache ich jetzt gleich. Für die IR-Kamera muss ich eine kurze Erklärung noch vorab abgeben. Mit der werde ich das Video nachstellen. Nicht einfach, weil es zeitlich irgendwie unpassend gewesen wäre. Nein, ich hatte schon parallel die drei aufgebaut. Aber es gibt bei der IR-Kamera eine Besonderheit. Die IR-Kamera hat selbst natürlich, wie es der Name sagt, eine IR-Funktion. Hat allerdings ein Problem, Anführungszeichen, für diesen Aufbau, weil sie selbst emittiert dabei ein IR-Licht und nimmt das auf. Und das lässt sich nicht getrennt abschalten. Das heißt, wenn ich möchte, dass sie IR aufnimmt, muss ich gleichzeitig auch IR emittieren dafür, die eingebaute eigene Lichter. Deswegen kann ich das also nicht zusammen mit den anderen Kameras machen. Naja, die Full Spectrum, die ja auch Infrarotlicht wahrnimmt, der ist vollkommen
egal, woher das IR-Licht kommt, deswegen muss ich die Infrarotkamera ausschalten. Weil ob das Fassenlight oder die IR-Kamera das Licht macht, das kann die Full-Spektrum-Kamera nicht auseinanderhalten. Und deswegen die IR jetzt nochmal ein Standalone. Deswegen bitte nicht wundern, wenn die Videos nicht komplett synchron sind. Das liegt daran, weil ich für die IR-Kamera das ganze Experiment nochmal einzeln darstelle, für euch aber dann zusammenschneide. Und es ist sowas von unwahrscheinlich, dass ich das synchron genauso hinbekomme. Daher hier der kleine Hinweis. So, ich habe die Kameras ausgerichtet. Habe schon geschaut, es ist nicht ganz möglich, wie ich erwartet habe, dass ich überall gleich drauf bin. Müssen wir jetzt mit leben, ist ja nicht so schlimm, denke ich. Das Prinzip wird man verstehen. Aktuell habe ich nur das Licht in den Raum an. Draußen ist es stürmisch, kalt, nass, windig. Heißt, eigentlich müssten wir hier absolute Dunkelheit dann haben. Mond habe ich auch keinen gesehen. Klar, wenn es regnet, ist es ein Wolken im Weg. Und das ist jetzt quasi die, nennen wir es mal, erste Grundposition. Nur mit Raumlicht an für alle drei Kameras. Ohne irgendwas anderes. Die IR kann zwar theoretisch auch im Dunkeln sehen, wenn ich die IR-Sensoren anmache, aber um den Unterschied durchzumachen, habe ich sie diesmal ausgemacht. Das einzige IR-Licht, was sie auffangen bekommen wird, ist dann vom Fassenlight. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich zeige euch die Situation, gehe immer langsam nach hinten, damit ihr einen Vergleich habt. Und ich werde dabei, ich habe mich gerade entschieden, immer in die Sony schauen, auch wenn die am wenigsten sehen wird. Und dann stellen wir den nächsten Modus vor. Hier quasi ganz normale Raumlicht mit Lampe im Zentrum. So, das ist die zweite Situation. Das Fassenlight komplett auf Weißlicht, volle Power gestellt. Und wir gehen ein Stück nach hinten. Allerdings dürfte ich jetzt bei der Sony noch relativ gut zu sehen sein. Die hat die Höchstauflösung, die IR-Kamera hat die zweithöchste Auflösung. Ohne natürlich jetzt Infrarot zu berücksichtigen, ich rede jetzt von Standardbedingungen, dürfte also gerade so noch zu sehen sein. Bei der Fullspektrum werde ich höchstwahrscheinlich gar nicht mehr zu sehen sein, weil die sehr, sehr viel Licht halt braucht, damit sie funktioniert. Ich gehe jetzt nach hinten, ich vermute, bei der Fullspektrum werde ich optisch komplett gleich verschwinden. So, zweite Situation, Grünlicht, das heißt mittlere Wellenlänge. Weniger Energie als weißes Licht, ich dürfte auf der Sony noch gut zu sehen sein. Bei der IR wahrscheinlich geht das so, bei der Full Spektrum wird es immer schlechter werden. Und wieder gehe ich nach hinten, mal schauen, wann ich verschwinde. Aber ihr seht auch, das Grün, was ich schon sagte, gibt eine komplett andere Stimmung. Ich mache gleich noch eine andere Farbe mit extremer Ausprägung, das seht ihr jetzt besonders. So, ich habe mich für Rotlicht entschieden. Eine bedrohliche Stimmung. Wahrscheinlich aber bin ich überall sehr schwer zu sehen. Rot hat die längste Wellenlänge, ist damit am energieärmsten. Wellen sind energiereicher, umso kürzer sie sind. Das heißt, wahrscheinlich bin ich auf der Sony noch zu sehen. Bei den anderen beiden Kameras könnte es jetzt schon schwer werden. Auch spätestens, wenn ich hinten bin, dürfte Sense sein. Mal schauen, wie weit ihr mich noch sehen könnt. So, das sichtbare Licht haben wir durch. Wir beginnen jetzt theoretisch gleich mit dem für uns Menschen unsichtbaren Licht. Das ist die Grundsituation komplett ohne Licht. Fassenlight hat kein Licht an, keine Taschenlampe ist an. Es kommt ganz hinten ganz, ganz wenig Licht. Das Display und die Kontrollleuchten der Kameras haben natürlich ein bisschen Licht, aber ansonsten ist es dunkel. Es dürfte für jede Kamera hier komplett unsichtbar sein. Doch zum Vergleich gehe ich trotzdem mal nach hinten. So, das ist die maximale Einstellung. Hier ist weißes Licht auf voll, IR ist an, UV ist an. Das heißt, ich bin komplett bestrahlt mit allen möglichen sichtbaren oder für uns unsichtbaren, aber Wellenlängen, die zum Sehen gedacht sind. Und auf jeder Kamera sollte ich super erkennbar sein. Eventuell sogar auf der Sony noch mit am schlechtesten. Die IR dürfte das beste Bild liefern. Vielleicht aber auch die Full-Spektrum-Kamera, weil halt UV mit drin ist. Allerdings muss man hier eins beachten. Full-Spektrum heißt ja IR und UV. Und das Funktionsprinzip erkläre ich gleich nochmal. Aber bei UV ist es dann so, dass es halt ein bisschen magentafarben wird. Ich gehe jetzt nach hinten, habt ihr für absolut komplettes Licht. So sind die idealen Bedingungen für alle Kameras. Ich bin mir nicht sicher, ob ich genauso stehe wie gerade eben, weil für mich ist der Raum stockdunkel. Ich habe jetzt nämlich nur Infrarot an. Das können meine Augen, genauso wie alle anderen Augen, von Menschen auch nicht sehen, ein paar Tiere können es. Das bedeutet, auf der Sony müsste ich unsichtbar sein.
Bei der IR-Kamera sollte ich super gut sichtbar sein, weil sie halt sehr, sehr empfindlich auf IR reagiert. Bei der Fullspektrum-Kamera dürfte ich auch noch gut sichtbar sein. Das heißt, von der Bildqualität her müsste jetzt IR top sein. Fullspektrum, weil sie halt eine niedrigere Auflösung insgesamt hat, an Platz 2 und Sony auf Platz 3, weil sie nichts sehen kann. Ja, ihr dürft mich, wie gesagt, eigentlich so mit allen Kameras sehen. Also aus der Sony. Für mich ist es komplett dunkel. Ich habe die IR und UV an. Das bedeutet, außer der Sony müssen mich beide anderen Kameras perfekt sehen können. Warum? IR-Strahlung für die Infrarotkamera und die Fullspektrumkamera. Wenn nur die an ist, werdet ihr gleich sehen, profitieren beide Kameras. Allerdings die IR, die reine, viel besser als die Fullspektrumkamera, weil der instant niedrige Auflösung hat. Und IR bedeutet nichts weiter als infrarote Strahlung auf ein Hindernis trifft, sozusagen. Und ja, dunkle Hindernisse absorbieren IR natürlich viel, viel besser. Helle reflektieren sie. Aber auch das Absorbierte wird nur kurz absorbiert und strahlt dann wieder. Das heißt, umso näher ich der IR-Quelle komme, ich habe ja fast nur schwarze Kleidung an, desto heller wird sie. Mache ich mal kurz. Ich hoffe, das reicht. Ich gehe davon aus. So, und dann zum Thema UV-Strahlung. UV hat die kürzeste Welle, ist also sehr energiereich. Und hier passiert mehr oder weniger genau dasselbe. Nur, dass es halt hier hauptsächlich ums Thema Reflexion geht und deswegen die Farben nicht invertiert werden, wenn man in die Nähe kommt. Auffällig ist, das seht ihr es am besten bei Weiß. Ich habe hier, muss man kurz, glaube ich, runter machen ein Stückchen, damit man es besser sieht. Ich habe hier einen Oberteil an. Da müsste hier ein weißer Streifen zu sehen sein. Ein Logo ist ein bisschen weiß. Weiß ist ja die Farbe, die am besten reflektiert. Und unter UV-Licht, ich lasse das jetzt auch extra so, müsstet ihr halt wirklich die Reflexion sehr gut sehen. Ich gehe wieder nach hinten und dann schaut ihr mal. Ich habe jetzt nur UV an. Das bedeutet, für die Sony bin ich unsichtbar. Für die IR-Kamera, die ungefähr da stehen müsste, bin ich unsichtbar. Für die Fullspektrum hingegen nicht, weil sie ist die einzige der drei Kameras, die ultraviolettes Licht wahrnehmen kann. Ich dürfte besonders, wie gesagt, beim weißen Kragen leuchten. Und deswegen müsste hier die Fullspektrum-Kamera massiv auftrumpfen können. Und auch wenn sie am Tag eher sinnvoll ist, die IR-Kamera ist eher für die Nacht. Aber mit dem Fastenlight, wie gesagt, können wir halt für jede Kamera die Situation so einstellen, wie wir es brauchen, dass sie was sehen kann, egal wie die Lichtverhältnisse sind. Ich gehe wieder ein Stück nach hinten, damit ihr einen Vergleich habt. Und ich denke, das war eigentlich eine ganz spannende Sache, das mal zu sehen, welche Möglichkeiten man hat, was man lichttechnisch bedenken muss und welche Möglichkeiten wir mit dem Fastenlight alleine haben, zu experimentieren. Und wie immer hoffe ich, es war für euch genauso interessant zu sehen, wie für uns es euch zu zeigen. Und gerne würden wir uns freuen, wenn ihr uns supportet. Das könnt ihr verschiedene Weise machen. Wie ihr seht, mit einem Daumen nach oben, aber auch natürlich ein Abo hilft uns, ein netter Kommentar. Wir hören gerne, was ihr über unsere Sachen denkt. Und sind natürlich offen für Vorschläge, Kritik, Anregungen oder auch nur für ein nettes Hallo auch gerne zu haben. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt ja noch schauen, vielleicht gefallen euch ein paar von uns Untersuchungen oder ihr kennt einige der anderen Videos noch nicht. Dann könnt ihr uns gleich wiedersehen. Wir auf jeden Fall sehen euch, wenn ihr in den Kommentaren etwas schreibt. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, habt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchungen machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.